Oh, vorzüglich, der Geruch. Ganz frisch geschlagenes Kiefernholz. Lecker, super. Hallo liebe Freunde, mein Name ist Robert vom Rabenstein und ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Heute habe ich was Feines für euch. Zwei Sachen von Helikon-Tex, die ihr vielleicht noch nicht kennt und die ich heute mal austesten möchte. Einerseits die Range Tactical Gloves, also die Handschuhe, taktischen Handschuhe, mal sehen. Und andererseits den CPU-Head. Und beides wollen wir heute mal ein bisschen bei Bushcraft ausprobieren im Wald. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Ja, liebe Freunde, ich habe hier ein einfaches Tarp dabei, eine ganz einfache Folie und meine alte Ridgeline. Und da werde ich mir heute mal einen neuen Notunterschlupf draus bauen. Ich habe davor einfach so ein kleines Tarp immer mitzunehmen und dafür denke ich, sind auch die Handschuhe gut und es regnet heute. Deswegen ist auch der CPU-Head hier eine feine Sache. Deswegen testen wir beides dabei heute aus und als erstes wollen wir da mal die Schnüre hier vorbereiten, damit wir dann das neue Tarp abspannen können. Okay, dann brauchen wir als erstes mal ein bisschen Paracord-Schnur und machen das ab. Testen wir gleich mal, wie gut ich hier das Victorinox aufbekomme. Ja, funktioniert. Sehr gut. Auch schneiden, kein Problem. Ich muss sagen, die Handhabung allgemein mit den Handschuhen ist gar nicht schlecht. Auch ein Feuerzeug hier, kann man benutzen. Jetzt werde ich die Enden natürlich wieder veröden. Okay, super, das ging echt gut. Also ich muss sagen, vom Fingergefühl her, gerade für solche feinen Arbeiten, ist es gar nicht schlecht. Das sind natürlich keine klassischen Bushcraft-Handschuhe, die sind eigentlich für andere Sachen gemacht, das schauen wir uns auch gleich an. Aber mein Test ist heute eindeutig Bushcraft. Okay, als nächstes möchte ich gerne mal einen Knoten machen. Ich möchte hier an die Endpunkte so eine kleine Schlaufe machen. Dazu nehme ich das doppelt und mache die Doppelschlaufe. Okay, das ist schon nicht so einfach mit so Handschuhen, muss ich sagen. Ich bin auch kein riesengroßer Fan davon, solche Handschuhe für feine Arbeiten anzuziehen, aber wir wollen das heute mal testen. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Und jetzt verbinden wir die Seile, ich habe zwei davon, mit meinem Tarp. Okay, wir haben jetzt also zwei Seile und ich kann mich jetzt entscheiden, ich habe hier an meinem Tarp ganz einfache Ösen und ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich es quer oder hochkant nehmen möchte. Und ich muss sagen, ich nehme es wahrscheinlich mal hochkant. Das heißt, ich mache an die beiden oberen Punkte jetzt jeweils ein Seil ran. Und dazu führe ich es einfach durch. Ich werde das jetzt ja auch so ein bisschen mit einem Doppelknoten machen. Ja. Die Hülle ist ein bisschen im Weg. Ich gehe mal ein Stück zurück. Nehme ich das Ganze hier mal zu so einer Knotenwulst. Und dann kann ich das hier durchziehen. Ich
Ja, wobei, ist gar nicht so einfach. Und so. Okay. Hab das hier befestigt und es hängt hier in meinem Punkt drin. Das mache ich jetzt noch auf der anderen Seite. Okay, Nummer 2. Was ich gerade schon gemerkt habe, ist, ich kann das Display von der GoPro mit Touchscreen sehr, sehr gut bedienen. Diese Flächen hier, damit lässt sich sehr, sehr gut alles bedienen, fetzt. Jetzt hole ich mir gerade hier noch einen schönen Ast. Ja, ich glaube, den Jula hat. Der ist gut. Ich brauche einen, der möglichst hoch ist. Das wird der Seitenpfosten für meinen Tarp-Shelter. Okay, was ich jetzt schon merke ist, dieses Kunstleder hier innen fühlt sich zwar sehr gut an, man kann alles gut anfassen, aber es nimmt natürlich Feuchtigkeit auf. Wird also über Bushcraft, über kurz oder lang, wahrscheinlich speckig aussehen. Also ich denke, dafür ist dann der Stoff hier nicht gut geeignet. Um jetzt die andere Seite da drüben hinzubekommen, brauche ich da ein Stecken und ich muss mir ein paar Heringe bauen für das Setup. Ich nehme einen größeren und zwei kleinere. Okay, den größeren muss ich eigentlich nur ein bisschen anspitzen. Ich muss sagen, das Handling hier geht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also man hat richtig Grip. Das Messer rutscht auch auf keinen Fall aus der Hand. Selbst wenn die Handschuhe hier so ein bisschen nass sind, wie ich schon gesagt habe. Aber das klappt. Also großer Hering ist schon fertig. Und für die kleinen mache ich mir mal zwei Stücke. Nummer 1. Nummer 2. Und die müssen am Ende durchs Tarp durch. Das heißt, die schnitze ich schön fein aus. Denn die sollen in die Tarpösen passen. So, Nummer 1. Ich muss wirklich sagen, das Gefühl hier mit dem Messer, ups, ist wirklich gut. Also, der Grip ist absolut spitze und man hat hier richtig Gefühl, trotz dass es Handschuhe sind. Also das finde ich gut. Okay, gut. Damit habe ich zwei für hinten fürs Tarp und einen großen für meinen Stecken an der Seite. Auch praktisch ist, wenn es danach ein bisschen schmutzig ist, kann ich einfach das hier abwischen. Dafür ist es auch echt praktisch, damit kann ich nämlich auch Displays und sowas sauber machen. Und wenn ich hier drüber mache, das ist so eine Mikrofaserstruktur an den Fingern, ist es einfach wieder sauber. Super.
Okay, liebe Freunde, ich habe jetzt hier gerade den großen Tarbnagel reingeschlagen. Der hält die Stange hier einfach einmal umwickelt. Damit hält das Tarb hier straff. Hier drüben ist es am Baum befestigt. Und hinten eine Jula. Hinten sind einfach zwei schmale Tarbnägel und die halten hinten das Tarb an den Ösen fest. So ist erstmal der kleine Wetterschutz fertig. Also liebe Freunde, wie ihr sehen könnt, habe ich so ein bisschen Einkerbungen von den Handschuhen. Die sind also nicht perfekt meine Größe, die müssten noch etwas größer sein. Aber jetzt schauen wir uns als erstes mal die beiden Produkte an. Als erstes hier den Helikontex CPU Head. Hat hier oben drauf eine Patchfläche. Weiß ich gar nicht genau, warum man das braucht. Irgendwie um von oben erkannt zu werden. Und ansonsten hier drumherum auch wieder Möglichkeiten, um Abtarnung anzubringen, also das heißt kleine Kiefernstücke, kleine Nadeln, irgendwas, Äste. Hat hier hinten eine Verstellmöglichkeit, um das Ganze enger zu ziehen. Kann ich also hier hochziehen und dann wird der ganze CPU-Head noch etwas schmaler. Das ist gut, wenn man die große Größe hat, denke ich. Bei mir ist das hier die Größe, die ist etwas zu klein. Also die passt mir gerade so um den Kopf. Das ist die M-Größe. Ich würde also die nächstgrößere nehmen. Dann kann man die auch ein bisschen kleiner machen. Ansonsten fällt mir hier auf, und das finde ich ganz nett, die hat hier oben solche Einlässe. Und bei einem klassischen CPU-Head ist das mit Metallösen gemacht. Hier ist es mit solchen Öffnungen und dann innen ist auch ein Meshgewebe. Der ganze Hut ist aus 50% Baumwolle, das ist so dieser Außenstoff, und 50% Nylon. Ich kann hier noch ein Band anbringen, um damit klassisch unter dem Kinn zuzuziehen. Habe ich jetzt hier nicht mehr dran. Und ansonsten muss ich sagen, ich habe nicht damit geschwitzt. Das fand ich sehr, sehr gut. Er ist mir, wie gesagt, etwas zu eng. Ich werde mir da die Größe größer wahrscheinlich noch bestellen. Aber ist erstmal sehr, sehr nett. Hat mir gut gefallen. Was mir jetzt sehr auffällt, und das ist vielleicht auch mal ein gutes Beispiel, ist der Unterschied in der Tarnung. Wenn ihr euch die beiden anguckt, den Hut und den Handschuh, dann seht ihr, der Hut hat ein anderes Pencott-Muster. Das ist nämlich Pencott Green Zone, ist etwas dunkler. Und Pencott Wildwood, das ist das, was ich sonst immer habe, ist etwas saftiger grün, etwas heller. Da sonst meine Gegenstände alle aus Pencott Wildwood sind, würde ich auch eher dazu tendieren, das hier weiter zu benutzen. Aber Green Zone sieht auf jeden Fall auch nicht schlecht aus. Und der Hut hat mir schon gefallen. Ansonsten war der Hut natürlich wasserdicht, das ist ganz wichtig. Und ansonsten Sonnenschutz drumherum, ganz nett. Ich finde, bei diesen großen Hüten ist immer noch ein bisschen mehr Krempe, das gefällt mir eigentlich noch besser. Das ist eher so ein Camping-Hut-Format, aber ist auf jeden Fall in Ordnung. Sitzt, wie gesagt, gut und kann man verwenden. Thank you.
Ja, als zweites hatte ich heute die Handschuhe an, diese Range Tactical Gloves. Hatte ich hier in Größe M und M ist mir eindeutig zu schmal. Also die haben gerade so gepasst, würde ich aber nicht nochmal tragen so. Die sind mir einfach zu eng, das heißt, die werden wahrscheinlich zum nächsten gehen. Die hatte ich auch nur von Kleinanzeigen günstig erworben, genauso wie den Hut. Und wollte die halt heute mal testen mit euch. Die haben mir gefallen, ich habe euch schon ein paar Vorteile erzählt. Die haben ein sehr, sehr gutes Material, dieses Kunstleder. Die sind hauptsächlich aus Elastan und Polyester. Dabei ist Polyester der Hauptanteil. Und haben halt diese Touchscreen-kompatiblen Finger hier. Die sind sehr gut. Und wie gesagt, so ein bisschen ein Mikrofasertuch. Damit kann man auch mal ein Display abwischen. Habe ich ja heute ausprobiert. Hat mir gut gefallen. Die sind auch sehr rutschfest. Sehr, sehr cool. Aber nehmen natürlich die Feuchtigkeit und den Dreck von den Sachen, die man anfasst, dann auch langsam an. Die sind ursprünglich und eigentlich gedacht für den Schießsport. Also für alle möglichen Sachen. Bogenschießen mit Luftgewehren und so weiter. Dafür sind sie auch wirklich, denke ich, perfekt, weil die haben ein sehr, sehr gutes Handling und haben hier hinten solche Einkerbungen an den Fingern. Dadurch kann ich halt sehr, sehr gut Sachen umgreifen und sind ansonsten auch so ein Stück elastisch, dass ich quasi gut reinkomme. Haben hier hinten ein Klettband und ein Stück Paracord, um sie irgendwo aufzuhängen. Das gefällt mir alles richtig gut, aber sind es jetzt nur die perfekten Bushcraft-Handschuhe? Ich finde nicht. Also da würde ich mir ein Material wünschen, was etwas besser mit Nässe zurechtkommt, auf jeden Fall. Da habe ich ja zum Beispiel die Lederhandschuhe, die richtige Lederhandschuhe, und die gefallen mir besser fürs echte Bushcraft als solche hier. Es geht aber auf jeden Fall klar. Die Tarnung gefällt mir gut. Pencott, Green Zone kennt ihr schon von mir. Und ja, ich würde sagen, für den Schießsport perfekt, für Bushcraft nicht ganz perfekt. Und trotzdem schöne Teile. Ja, liebe Freunde, mal ein bisschen ein Fazit von mir zu den Handschuhen und zu dem CPU-Head von Helicontex. Hat mir gefallen, ist gar nicht schlecht. Wie gesagt, die Handschuhe eher für den Schießsport, nicht so sehr fürs Bushcraft. Der Hut ist auf jeden Fall geeignet für Bushcraft, hält mich trocken, schützt mich vor der Sonne. Schöne Tarnung, gefällt mir sehr, sehr gut. Falls ihr vielleicht schon gemerkt habt, ich habe euch auch wieder meine Helicontex kurze Hose an. Habe ich auch schon vorgestellt. Ich verlinke euch nochmal das Video hier oben und unten in der Videobeschreibung. Wie ihr wisst, trage ich ja eigentlich fast das ganze Jahr über kurze Hosen und das ist die perfekte dafür. Habe ich auch in Pencott auf meinem Kanal getestet. Schaut da gerne mal ins Video rein. Und ansonsten hier oben habe ich auch Helicontex an. Das ist mein Lieblingspulli, die Patriot Jacket. Absolut tolles Teil. Trage ich auch eigentlich das ganze Jahr über. Ist halt eben multifunktional. Heute ist echt super, dass ich hier aufmachen kann, weil es ist noch ein bisschen warm. Und damit man auch trotzdem beim Bushcraft nicht zu heiß wird, habe ich auch vorgestellt. Ich verlinke euch nochmal das Video hier oben und unten in der Videobeschreibung. Auch eine ganz tolle Jacke. Wie ihr seht, ich bin so ein bisschen Fan von Helicontex. Das ist aber einfach Überzeugung. Ich muss echt sagen, die Produkte gefallen mir sehr, sehr gut. Haben mich immer wieder überzeugt. Ich bin nicht gesponsert oder so, habe da keine Angst. Aber die gefallen mir einfach und kaufe ich mir halt für mich selber. Was sagt denn ihr zu den Helicontex-Produkten? Gefallen die euch auch gut? Ich denke, die haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Schreibt mir dazu gerne mal unten in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ja, liebe Freunde, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Robert vom Rabenstein. Macht's gut.